Ganz dolle herzlich willkommen hier zum Frühstücksradio-Interview live aus dem Studio des Frühstücksradio-Interview-Studios vom Radio, hier im Radio, auf Radio. Bei mir hier im eben schon kurz erwähnten Interviewstudio des Frühstücksradios zum Tag der Mutter nun einmal ein ganz besonderer Gast, meine Mutter. Guten Tag. Tag, mein Häschen. Frau Mama, du bist heute hier stellvertretend für alle Mütter dieser Erde, um einmal... Was machst du da? Gar nichts. Red nur weiter, mein Mötzchen. Ich will dir nur schnell mal die Nase abputzen. Du hast da einen ganz dicken Bollermann hängen. Danke, aber das kann ich schon selber nicht. Frau Mutter, wie ich eingangs schon erwähnte, bist du heute hier als Stellvertreterin? Sag mal, soll ich dir nun nachher eigentlich deine Miracoli oder deine Fischstäbchen kochen? Hm? Was? Ja, nachher. Du kommst doch zum Essen, oder? Nein, ihr habt ja doch gesagt, ich bin mit Rosmita verabredet. Bei mir schmeckt's dir wohl nicht mehr, aber, was? Aber Mama, natürlich schmeckt es mir noch bei dir. Ach ja, und warum rennst du dann ständig zu dieser alten Nutte? Mutter! Ja. Ich bitte dich, das ist live hier, wenn Rosmita das hört. Das ist mir doch egal. Ich sage, was ich denke. So bin ich nun mal. Und ich mein's ja auch nur gut. Nun, kommen wir doch noch einmal auf meine Frage zurück. Mutter! Was ich dich fragen wollte. Du bist hier heute als... Schlaft ihr miteinander? Aber... Ich meine, du und das kleine Flittchen. Sonst macht sie's doch mit jedem, sagen die Nachbarn. Aber Hauptsache, du hast dir noch nichts geholt. Wer weiß, wer da schon alles dran war. Mutter, jetzt ist aber wirklich Schluss, mein Frau Sawatzki, ja, die sagt, deine Rosmita hätte es sogar schon mal mit einem Dobermann in einem türkischen Dampfbad gemacht. Jetzt und halt aber mal deine Klappe. So sprichst du mit deiner einzigen Mutter, die alles für dich geopfert hat. Und das am Muttertag vor Millionen von Menschen. Ich bin menschlich so enttäuscht. Meine Damen und Herren, das war's dann mit Mama, Mutter für heute. Musik. Mutter, nun beruhig dich doch. Ich hab doch nicht so gemeint. Hör mal, ich spiel doch sogar dein Lieblingslied. Roger Whittaker, hörst du das? Das ist Peter Kraus. Mich verarschst du dich. Jetzt sei doch bitte still, Mutter. Das wird doch langsam peinlich, auch nicht? Ich komm ja auch zum Essen, nicht? Ich komme auch. Ja. Und Roswitha? Mit der mache ich Schluss. Okay, willst du dann Fischstäbchen oder Miracoli? Dann lieber Fischstäbchen. Ich hab aber nur Miracoli.